Wunderschönen guten Abend, auch für alle, die live nicht zugucken konnten. Ich bin hier gerade mit dem einen oder anderen, der mir wahrscheinlich 3 Milliarden, oh fuck. Kaka09105 hat mich gerade gefragt. NBA? Fragezeichen. Das streame ich ja heute gar nicht. Das habe ich vollkommen vergessen aufzunehmen. Oh scheiße, weil ich dachte mir so, ja okay, weil es ist Montag streamst du ja, da musst du auch keinen zum Airport aufnehmen und NBA auch nicht. Fuck! Vielleicht hängen wir das noch hinten dran. Dann mache ich am Ende noch NBA und lade das dann noch hoch. Oh mein Gott. Heute ist wieder Montag. Alles klar. Aber das kommt nachher. Also, wir sind jetzt bei zum Airport. Hast du eine Frau? Nein, ich habe keine Frau. Stimmt. Eine Sache, die ich gerne klären müsste, möchte die noch irgendwie außerhalb von Sim Airport sind. Ganz viele Menschen fragen mich immer nach diesem Ring. Den Ring habe ich mal gekauft, nachdem ich ein Jahr mit meiner Freundin zusammen war. Was schon etwas her ist. Und den trage ich halt einfach. Und das Krasse ist, also sowas funktioniert ja, ne? Also wenn man dann irgendwie irgendwo sitzt oder irgendwo wartet oder so, dann fängt man an, diesem Ring rumzuspielen und dann denkt man aneinander. Und das sind freundlich-romantische Gesten, was man halt seiner Freundin mal vielleicht so schenken sollte. Vielleicht solltest du das auch mal machen. Nein, ich bin nicht verlobt und nicht verheiratet. So. Jetzt geht's aber los. Greenscreen ist noch nicht ganz optimal. Warte, was? Aber das regnet doch. Also wenn ich mich heller mache, dann scheine ich wieder wie Jays Stirn. Okay, RIP NBA. Ja, nee, das machen wir nachher. Also, jetzt fangen wir mal an. Speed hochstellen, ganz wichtig, weil sobald ich anfange zu labern, vergesse ich immer den Speed. Der erste hat mich schon darauf hingewiesen, meine Backscanner sind alle falsch rum. Geil. Das heißt, wir können die ganze Scheiße schon wieder abbauen. Und dann neu zuordnen. Juhu! Schön, dass es hier noch nicht läuft. Denk dran, ja, also beide Chats, mach deine Gates mal auf L. Ja, genau. Denkt daran, wir machen eins nach dem anderen. Also jetzt 5 Baustellen gleichzeitig anzusprechen, funktioniert nicht. Weil, ne, ich kann irgendwie in der normalen Folge schon nichts behalten und dann vergesse ich das jetzt erst recht. Haben die jetzt eingelagert? Ja, 5 Stück. Geil. Also der Pfeil muss nach oben zeigen. 1. Moment. 2, 3, 4, 5. So. Okay. Du hast zu viele ID-Checks. Ja, die Hälfte reicht. Ah, zu viel, zu schmiel. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal die Sachen wieder zuordnen. Wie hatte ich das denn gemacht? Wir hatten erstmal gesagt, der Backscanner. Wir hatten die einzeln gemacht, glaube ich, ne? Assignen wir dazu. Den assignen wir dazu. Den assignen wir da. Den da. Falls ihr überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel habt, man kann hier hingehen. Das ist aber echt gerade laut. Was ist denn gerade so? Ach, der Zug. Wieso ist denn der scheiß Zug so laut? Man kann halt in diesem Spiel hingehen und einzelne Teile bestimmten Sachen zuordnen. Und das sieht manchmal ein bisschen fummelig aus, aber hat durchaus seinen Sinn und schafft Ordnung. Und ich mag eigentlich Ordnung. Auch wenn das nicht immer den Anschein macht und gerade meine Freundin mir jetzt was anderes erzählen will. Okay. Haben wir das jetzt hier richtig gemacht? Gucken wir mal. Bitte schön symmetrisch bauen, das geht gegen den Autisten in mir. Ja, das hat leider nicht ganz gepasst, weil ich nicht ganz gecheckt habe, dass die Backscanner so groß sind. Aber sollte das hier Früchte tragen, werde ich mich darum bemühen. Keine Angst. Also das hier geht mir auch schon auf den Sack, dass der Bodyscanner da so links steht. Ja, komm, den bauen wir ab. Tschu-tschu. Das ist der Berliner Flughafen. Nein. Der hier wird früher fertig, sag ich dir. Na, guck mal. So, das Tagesgeschäft hat langsam mal angefangen. Ich habe schon wieder nicht auf schnell gestellt. Ich habe dann immer Angst, dass Sachen kaputt gehen. Aber so schnell geht das in diesem Spiel tatsächlich gar nicht. So, den haben wir eingelagert. Also kommt der jetzt da. So, ich hoffe, ich konnte dich zufriedenstellen. Hast du deine Fische schon gefüttert? Ja, sicher. Ja, habe ich.
Ansonsten, Anni. Verdammt. Muss das, vielleicht kann der Hund das mal lernen. Okay, also, das ist alles richtig. Alles angeschlossen. Alles Cues, ja. Das sieht doch sehr schön aus. Ich denke, wir können erstmal fortfahren. Ich hatte noch als Anmerkung, wie gesagt, dass hier noch mehr Ticketing-Kiosks hin müssen. Ich bin übrigens immer noch nicht ganz gesund. Also Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal husten muss. Der Tipp war, beziehungsweise die Aussage war, dass man mehr Ticketing-Kiosks haben sollte, als, hier, wie hießen die? Ticket-Desks. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Immerhin, das sind zwei mehr. Dann machen wir hier auch noch welche hin, damit die Leute glücklich sind. Zack. Okay. Nein, ich kann nicht Emma verfüttern. Immer eins nach dem anderen. Ja, natürlich. Für wen warst du gestern? Jaguars oder Patriots? Ich war gestern für die Patriots. Wobei ich am Anfang echt sagen muss, die Saxonville haben echt ihrem Namen alle Ehre gemacht. Also es war ein gutes Spiel von denen. Da wurde auf Twitter wieder sehr schnell geweint. Ich habe bei Peter im Dark Souls Stream noch so die Football-Fans gelobt. Und dann ging das Rumgeweine los. Fun Fact, den ich heute festgestellt habe, war, dass die Patriots gegen die Eagles beim letzten Mal in Jacksonville gespielt haben im Super Bowl. Keine Ahnung, was das heißt, aber fand ich irgendwie witzig. Ja, also Eagles gegen Patriots. Hat mir ein bisschen leid getan für die Vikings, ehrlich gesagt, die ja doch ein bisschen chancenlos waren dann am Ende. Aber so spielen die Patriots halt zumindest nicht gegen den Hausherren. So viel zum Football. Meine 5 Cent. Mehr werde ich da heute nicht mehr zu verlieren. Ich schaue den erfolgreichsten Film der Welt nebenbei. Transformers 3. Laut Einspielergebnissen. Laut Zap. Okay, also. Dann lassen wir mal weitermachen. Was ich als nächstes vor... Alter, die Flugzeuge sind aber echt mörderlaut. Ich glaube, ich mache das Spiel mal eben in Windows ein bisschen leiser. Das ist ja echt der Wahnsinn. Also im Schnitt kann ich das halt normalerweise alles ein bisschen leiser machen. Mal so auf 70. Die Flugzeuge sind halt sehr laut. Also ich finde den Sound recht unausgeglichen. Also was hier so im Terminal passiert, ist recht leise, aber sobald ein Flugzeug kommt... So, jetzt muss ich mir selber nochmal in Erinnerung rufen, was ich denn hier vorhatte. Ich hatte vor, bis hier zu bauen und dann im Endeffekt so ein kleines L hier hinzumachen. Das können wir mal kurz für euch auch farblich markieren. Ich weiß nicht, ich werde das bräuen, aber im Endeffekt sowas. Dann hier ein Gate hin und dann könnte man hier die Gates dran machen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, womit wir fortfahren. Ich wäre dafür, dass wir heute versuchen, erstmal das Terminal fertig zu bekommen. Und dann auch die nächste Landebahn machen. Nein, Airport CEO kenne ich nicht. Sentiment. Was sind das für ein Fliegeding links? Das sind die bösen Fliegedinger. Peter hätte Angst. Das Geile ist, ach, das müssen wir mal eben kontrollieren. Wenn der jetzt wegfliegt, ich habe das Gefühl, ne, der ist richtig. Die nach links fahren zum Starten, die starten mal rückwärts. Und ich weiß nicht warum. Ah, ja, der ist okay. Weiß auch nicht warum. 311.000 haben wir mittlerweile. Heißt das, wir können unser Fundament erweitern. Dann schrieb jemand in die Kommentare, das weiß ich auch noch, ich könnte mal darüber nachdenken, Boden in den kritischen Zonen zu machen. Setze XL-Gates einen höher, sonst ist es sehr eng. Setze die XL-Gates einen höher, ist sonst sehr eng. Was meinst du mit einen höher? Du meinst, du gehst wahrscheinlich von meiner letzten Folge aus, wo ich gesagt habe, ich mache die hier hin. Und meinst, okay, ich soll die jetzt da hinsetzen. Ja, warum nicht? Spricht ja erstmal nichts gegen. Wie gesagt, wir können per Landerweiterung nach rechts kaufen, wie wir wollen. Oder zumindest sehr viel kaufen, nach oben auch, nach unten leider nicht. Deswegen ist die Idee, glaube ich, aber wir könnten das XL-Gate aber im Zweifel auch wieder abbauen. Na egal. Ich komme schon wieder ins Schwafeln. Ist doch egal, wie sie starten, Hauptsache sie starten. Ja, aber ich finde es halt witzig.
Welcher Song ist das? Until It's Done. Das Problem ist, das habe ich von Epidemic Sound und ich weiß den Künstler dementsprechend nicht, weil in meiner Spotify-Liste steht dann halt, weil ich die Lieder runtergeladen habe, steht dann halt Epidemic Sound. Das ist nicht der Interpret. So, Speed. Ja, Entschuldigung. Ich hatte minimiert, deswegen macht er es automatisch. Mein Gott, Alter. Speed, Speed, Speed. Entschuldigung. Gott. Einmal minimiert. Speed. Sehr gut. Ach, schön. Okay, machen wir erst die Foundation. Schön. Nee, machen wir. Oh, warte mal. Nee, können wir nicht. Wir haben in diesem Terminal, werden wir unfassbar viel Platz haben. Das sage ich euch jetzt schon. Im Endeffekt können wir da so viel reinknallen. Einmal alles. Kitchen mit Riesencafé, Toiletten für alle. Also meinst du im Endeffekt... Geplant ist ja in etwa so. Weiß ich noch nicht, wie weit nach rechts. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn wir hier ein XL-Gate nämlich hinmachen, egal ob hier oder hier, da kommt es gerade nicht drauf an, dann hätten wir hier noch genug Platz, ein L-Gate reinzumachen. Was nach oben gehen müsste, weil sonst hätten wir die Taxway... Ne, Moment. Shit. Testen wir dann. Heute beschäftigen wir uns mit dem unteren. Mach mal Cantina-Band an. Ja, dann, Andrea, drehen die mir hier den Saft ab. Also den Saft nicht, aber dann... Ich glaube, von Disney kommt jemand vorbei. Ich glaube, das dauert so eine halbe Stunde, bis es schält. Warum machst du nicht direkt einen XL-Gate dran? Ja, mach ich doch. Also ich habe vor, ein XL-Gate dran zu machen. Kayaks. Pass auf, nochmal. Ne, damit wir uns so ungefähr auf einer Wellenlänge sind. Das fügt sich ja in meinem Kopf auch alles noch zusammen. Aber der Plan ist ursprünglich ja mal gewesen, hier Gates hinzumachen. Hier. Da und da versetzt. Dann wurde in den Kommentaren logischerweise geschrieben, ey, du brauchst zwei Anschlüsse von diesen Taxiways. Das funktioniert alles nicht. Das heißt, ich muss weiter nach rechts. Und da ich weiter nach rechts muss und hier eh Platz ohne Ende ist und diese Taxiways, die ich mal geplant hatte, eh obsolet sind, könnte ich auch XL-Gates hier hinsetzen. Und das würde ich hier unten machen. Ich müsste mir nur wahrscheinlich überlegen, wobei, wie die hier hinkommen, das kriegen wir schon hin. Das erste können wir eigentlich direkt hier da so hinklatschen und das zweite würde dann direkt daneben passen. Perfekt. Fuel. Ach Gott, da fängt der nächste schon an. Hier ist Swiss Army. Würde relativ schnell mit Fuel anfangen. Damit kann man gut Geld verdienen, wenn man investiert. Kaufe Fuel mit ungefähr 77 per Liter. Also Geld denken wir uns einfach mal aus, ne? Pizmeat Dollar. 77 Pizmeat Cent per Liter und verkaufe es an die Airlines zum Tanken für 2 Pizmeat Dollar per Liter. Aber du kannst auch da, wo du ein L willst, ein XL machen. Ja, nicht wirklich. Wenn ich das hier hinbaue, also so mache, dann passt doch das XL gar nicht dahin. Und hier an dieses Terminal möchte ich kein XL-Gate anschließen, weil das wird dann von der Anzahl der Menschen einfach zu sehr überlastet. Es sei denn, und das ist dann wieder eine Riesenumbauarbeit, man geht dann später hin und vergrößert dieses Terminal. So viel kann ich nicht. Und wir sollten mal langsam wieder anfangen zu bauen. Ich laber schon wieder zu viel. Deine Landebahn sieht nicht gut aus. Maintenance. Oh, oh. Echt jetzt? Ja, 77%. Was soll denn da passieren? Mal ein paar Reifenspuren drauf. Also. Ab 50% fangen wir uns an, uns mit Maintenance zu beschäftigen. Liebe Grüße aus Austria. Du darfst auch Österreich schreiben. Die Fragen und Antworten, beziehungsweise die Anmerkungen kommen hier wild durcheinander von YouTube und Twitch. 3 XL-Gates nebeneinander. Ja. Also ich glaube vom Terminal, von den Leuten her, könnten wir das stemmen. Aber das können wir doch trotzdem. Ne? Ich würde hier lieber ein bisschen Platz zwischenlassen, um eventuell noch benötigte Taxiways bauen zu können. Denn wenn ich hier 2 hinmache und hier Land kaufe, kann ich doch hier immer noch ein drittes neben machen. So, jetzt fangen wir aber an. Kannst du mich bitte grüßen? Mach ich, Patrick. Jay hat keine Haare.
weiter nach oben, weil die Flugzeuge größer sind und du auch noch genug Platz für die Warteschlangen brauchst. Ja, das hatten wir schon geschrieben, Henny. Die kommen jetzt wahrscheinlich nicht hier unten so hin, sondern wahrscheinlich so. Ne, nicht dieses Rot beachten, nicht die Planungsfarben beachten, außer vielleicht bei dem Weiß, die sind egal. Ich würde aber trotzdem einfach mal hingehen und die Foundation bauen. Denn was ich hier platzieren soll, keine Ahnung. Ich kann den Platz nicht einschätzen. Das ist ein bisschen teuer. Ja, guck mal hier. Da könnte ich schon mal anfangen zu bauen. Zack, schnell, solange wir das Geld noch haben. Oh nein, wir sind im Minus. Ich dachte schon, hier wäre eine Lücke. Das ist mir mal passiert in den früheren Folgen. Falls man hier eine Lücke reinbaut, egal ob in den Zaun oder in die Wand, gibt es hier diese Secure Area, die ja durch die Security Zone halt sicher ist. Und wenn die nicht mehr secure ist, dann geht der ganze Flughafen den Bach runter. Dann funktioniert hier nichts mehr. Hey, halt! Was ist da los? Pause! Seht ihr? Es ist genau das passiert, also so ähnlich passiert, was ich mir gedacht habe. Guck doch! Geil! Pass auf! Die ganzen Security-Leute, die hier arbeiten, haben sich gerade gedacht, ach guck mal, der hat ja hier die Mauer aufgemacht. Also kann ich ja auch hier arbeiten gehen. Wie scheiße ist das denn? Jetzt stehen die hier alle rum. Oh nein, mein Steph ist weggelaufen. Warum denn? Oh nein, theoretisch muss ich jetzt neu laden. Hatten wir schon Autosave? Die kriege ich nie wieder da hoch, es sei denn, ich baue alles, was Security-Leute bedienen können, hier ab. Ich kann keine Cantina-Musik spielen. Das ist doch GEMA-Musik. Bitte, 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 bitte Autosave. 9.01 Uhr. Bam! Vor 5 Minuten. Bam! Ich wollte gerade auf Delete Selected. Delete Save Game klicken. Ja, ich hatte Autosave. Praise the Autosave, Freunde. Okay. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Ist es wirklich, weil diese Ecke hier aufgegangen ist? Ist das da wohl ein Witz? Ja, wisst ihr was? Stein um Stein mauere ich dich jetzt ein. Dann machen wir das Ding halt dicht. Das ist ja der Wahnsinn. So, bauen wir da schnell eine Mauer hin. Speed! Jawohl. Bau es ab und schön wieder auf. Während der Prüfungsvorbereitung. Kann man denn, was heißt denn eigentlich CHR? Ja, das ist die Abkürzung, ne? Hier, Düsseldorf ist ja DUS. Für den Flughafen, das sind diese drei Buchstabencodes, die internationalen Buchstabencodes, wenn du nach dem Flughafen suchst. Das ist der CHR. Ist doch logisch. Berlin-Tegel hat zum Beispiel TXL. Warum auch immer. Okay, alles eingemauert. Ich hoffe, das hier... Ja, doch, ist alles eingemauert. Probieren wir das Ganze nochmal. Es geht jetzt... Also, wir haben jetzt noch nicht ganz so viel Geld, aber... Wehe, Freunde. Okay, guck mal, hat funktioniert. Keiner flüchtet von seinem Arbeitsplatz. Dankeschön. Ja, Los Angeles hat LAX, genau. Christians heißer Rape-Flughafen. Natürlich, das ist die Abkürzung. Nicht. Concraft, das müsste ich dann fürs nächste Mal planen. Jetzt wäre das alles ein bisschen, weil da muss ich Aufnahme stoppen, minimieren, aus dem Spiel raus. Aber, ja, ich weiß zwar nicht, was Proximity ist, aber ich guck da mal nach. Grüße aus Duisburg mit der wunderschönen Innenstadt. Ist das ein anderes Duisburg als das, was ich kenne? Wobei, naja, sie, also... Vor Jahren ist ja die Stadt Duisburg auf die Idee gekommen, ey, wir müssen unsere Innenstadt mal attraktiver machen und haben da das Forum gebaut und keine Ahnung was alles. Es ist ja besser geworden, so ist es ja nicht. Ich habe ja auch, wie lange habe ich in Duisburg gewohnt? 20 Jahre oder so.
Der Duisburger Süden ist ja auch schön. Ich glaube, er liest Twitch nicht. Das ist gelogen. Mach die Wand manuell zu. Ja, also die Wand, da mache ich definitiv wieder zu. Aber es ist keiner weggerannt. Alles gut, Freunde. Die Wand der Küche. Ja, da kommt schon wieder der nächste Autist. Das habe ich mir auch fast gedacht. Wir werden diese Wand hier bauen und die hier abreißen. Können wir die Küche noch einen größer machen? Keine Ahnung, ob man das braucht, aber dann sieht das nicht so aus. Ich komme aus Duisburg. Das ist voll das Drecksloch. Auf Speed. Jawohl. Mein Gott. Der Twitch-Chat, muss ich sagen, ist da hinterher. Need for Speed. Jawohl. Grüße aus Nürnberg. Schöne Grüße. Oh, großen Baum. Ja, guck mal. Das ist gar nicht so weit weg. Da wohnt meine Tante. Da in dem Freibad war ich früher als Kind immer. Das heißt immer, aber häufig. Da in dem Baggerloch oder was das ist. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Schon lange her. Ja, die Kollegen bauen da jetzt die ganze Zeit. Speed haben wir. Das sind so die Sachen, die ich jetzt eigentlich in der Folge rausschneiden könnte. Muss mal gucken, ob ich das noch mache, wenn ich das dann hochlade. Alter, ich bin echt schon eine halbe Stunde dran. Okay, gefühlt habe ich 5 Minuten gemacht. Die Mauer muss weg. Jawohl. Bodo mit dem Bagger. Ja, Speed ist dran. Speed ist dran. Ja, also ich werde den Stream nicht allzu lange machen. Keine Angst, Freunde, denn... ne, wir müssen alle morgen früh aufstehen. Das Saarland. Da kommen die ganzen Grüße. Nee, mehr Speed geht nicht. Mehr Speed geht nicht. Ich hätte auch gerne noch irgendwie so... 1, 2 Speedstufen hätte ich schon noch ganz gerne. Aber das machen sie irgendwie nicht. Mehr Arbeiter will ich nicht einstellen. Dann bezahle ich die irgendwann fürs Rumstehen. Das will ich nicht. Obwohl wir eigentlich eine ganze Menge bauen müssen jetzt. Ja komm, einen... Sind wir so gnädig, bauen einen Workman. Bauen, heiern einen. Okay, also für alle Leute, die autistisch veranlagt sind, was ja nichts Schlimmes ist, aber bauen wir jetzt hier mal die Mauer. Was sagen denn unsere Flüge so? Da muss ich auch ein bisschen drauf achten. Alles cool, alles cool. Ja, der füllt sich gerade, der Tricky. Alles super. Guck mal da, wer fehlt da noch? Einer. Wo ist der letzte? Da, nee, doch, sie. Sie dürfen einsteigen. Da fehlt einer. Was ist das denn? Kann leider aus Wien nicht zur Tour kommen. Das ist sehr schade. So, jetzt sieht es noch hässlicher aus. Deswegen werden wir jetzt die Mauer mal wieder abreißen. Müssen wir hier auch einen weitermachen, oder? Na komm. Geht nicht. Da ist keine Foundation. Lass dich nicht verraschen. Oh, warte mal. Speichern. Gerade wenn man mit Foundations hantiert. Wenn man mit Foundations hantiert, sollte man immer vorher speichern, denn wenn die Security einmal compromised wird, ist ganz schnell. Das sind Sounds, die man so überhaupt nicht hören möchte. Ich kann mir schon vorstellen, was gerade passiert ist. Da! Sim Airport has encountered an error and must close. Crash Report named Crash 2018-01-22-204434 has been generated. These files can be sent to LV... Ja, sicher, Freunde. Sowas mache ich gerne. Das Spiel ist abgestürzt. Was tatsächlich hin und wieder mal passiert. Machen wir mal schnell hier groß, damit ihr wenigstens ein bisschen Bild habt, weil ich muss jetzt den Taskmanager das Spiel killen. Ich sehe den Taskmanager nicht.
Ja, Speed! Ganz ruhig! Geht direkt schon los. Wir starten sofort wieder neu. Geht er recht fix. So, läuft schon wieder. Dauert nur ein bisschen, bis der schwarze Bildschirm verschwindet in OBS. Freunde, denkt dran. Ganz wichtig ist hydrieren. Speed! Nein. Oh, warte mal, ist das jetzt das letzte? 9.12 Uhr? Er hat sogar noch gespeichert. Oh fuck, ist er beim Speichern abgeschmiert? Speed, ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, hat er gemacht. Alles cool. So, das heißt, wir können jetzt auch die Foundation hier bauen. Speed ist auf Maximum. Was passiert denn, wenn ich nur so eine Reihe baue? Gucken wir mal. Hier hatte mal jemand vorgeschlagen, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, hier eventuell so eine kleine First-Class-Lounge hinzubauen. Wieso nicht? Da kommen sie. Wow, eins und dann geht er wieder. Maximum Speed. Ach, das war noch... Oder hieß es so? Maximum... Das hat er mal gesagt, ne, bei Crysis, der Anzug. Maximum Speed. Maximum Strength. Was gab's noch? Weiß ich nicht. So, die Mauer steht. Das heißt, wir können die andere Mauer abreißen. Und ich hoffe, ihr werdet glücklich. Das heißt, wir können das Café erweitern von der Zone. Das Problem ist, wenn ich halt hier irgendwie ein bisschen was hinkriegen will, dann muss ich mich doch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren, als ich das gerade tue. Und dann habe ich immer so das Gefühl, ich vernachlässige den Chat und dann kriege ich... Draußen geht voll der Hund ab. Also nicht mein Hund, aber ein Hund. Dann kriege ich immer so voll das schlechte Gewissen. Aber wir müssen mal langsam was hinbekommen. Der Platz ist einfach so unfassbar riesig. Was geht denn da draußen? Wir sollen eben das Fenster zumachen. Der Hund ist doch sehr laut da draußen. Küche habe ich. Küche habe ich, Freunde. Ganz ruhig. Ah, vernachlässigen ist schon okay. Meine Mutter macht's auch. Wo ich in Duisburg gewohnt habe, in Ungelsheim. Ich hatte mal tatsächlich überlegt, ich hatte es bei Arthur mal gesehen, bei Fischkopf. Der hat mal so ein Video gemacht, quasi, wo er halt gewohnt hat, so in seinem Kindheitshaus. Das hatte ich mir auch mal überlegt. Und wenn er noch existiert, könnte ich tatsächlich mal zu dem legendären Bolzplatz, der eventuell maximale Hitze erfahren hat. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir nicht das obere Terminal noch ein bisschen erweitern. Ja, Speed ist ja gut. Der Platz sieht nur so groß aus, weil einfach nichts drinsteht. Bauen wir ein paar Sachen rein, dann sieht er nicht mehr so riesig aus. Ja, die Idee ist wahrscheinlich ist am vernünftigsten. Okay, also, wir gehen mal davon aus, die Leute kommen hier raus. Was muss man nach der Security? Ja, wenn ich durch aus der Security raus bin, normal an einem Flughafen, wenn ich jetzt an den Düsseldorfer Flughafen denke, dann kommt immer diese Parfümerien, wo du dir denkst, die armen Leute, die den ganzen Tag da arbeiten, können doch eigentlich keinen Geruchsnerv mehr haben. Unfassbar jedes Mal. Das heißt, eigentlich wirst du direkt zum Shopping angeregt. Ich wohne in Hüttenheim. Da war ich, da habe ich in meiner Ausbildung gearbeitet, am Tor 9. Glaub schon. Ein halbes Jahr war super geil, weil die Leute super lustig waren. Wer, wie, wo? Speed Schmied. Nein. Nicht Speed Schmied. Speed ist wichtig. Düsseldorf sollte kein Vorbild sein. Ja, ich weiß. Tatsächlich, habe ich schon mehrmals gesagt, finde ich den Tegel gar nicht so schlecht, dass die Security direkt am Gate ist. Dann hast du halt auch immer nur die, keine Ahnung, 200 Leute vor dir, die mit in den gleichen Flieger oder in den anderen Flieger, der da noch ist, reingehen und nicht die 5000, die schon mal 3 Stunden früher am Flughafen sind und sich gerade wundern, warum man denn keine Flüssigkeit mitnehmen darf. Also, ich komme hier raus. Was möchte ich? Ich möchte... Ja, wobei, gehen wir mal von der Logik aus, ja?
Scheiße, jetzt habe ich dieses Wort in den Mund genommen. Die Gates sind hier hinten. Oder werden hier hinten sein. Das heißt, eigentlich sollte hier irgendwo ein Wartebereich sein, damit die nicht so weit zu den Gates rennen müssen. Und vom Essen bis zum Wartebereich, dann könnte man also erst Essen, Toiletten, Wartebereich und eine Zeitung. Wir haben ja gelernt, dass den Gang müssen wir noch erweitern. Den Gang müssen wir erweitern. Also mache ich einfach mal. Ja, wobei, nee, das brauchen wir gar nicht. Das ist ja nur von dem. Ne, brauchen wir nicht. Vielleicht machen wir hier unten die Küche hin und hier ein Café. Ein großes Café. Und dann noch irgendwie. Ja, die Bar läuft ja nicht. Also, wenn ich eine Küche baue, dann brauche ich den ganzen Rest nicht. Also, ich denke an Essen, Toilette, Wartebereich. Dann können wir noch einen Flight Crew Lounge machen. Das kann hier oben hin. Eine First Class Lounge. Fangen wir einfach mal an. Noch irgendwas? Wie lange geht's heute? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß, dass der Geruchssinn adaptiv ist. Ansonsten würde man ja auch die ganze Zeit sein Parfüm riechen. Mensch, Freunde. Riesenklo. Natürlich. Liebe Frauen, nachdem wir da oben... Janitor? Ah, danke schön. Man muss immer kontrollieren. Wenn du nicht kontrollierst, dann kotzen die Leute deinen Flughafen voll. Und keiner macht das weg. So, liebe Frauen, nachdem ich euch das letzte Mal etwas böse... Das wird das Female Restroom. Mit genug Klos für alle. Das ist natürlich Quatsch. Also, so, planen wir mal die Küche. Kitchen, 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 Kitchen. Die können wir ja eigentlich in die Ecke pfeffern. Ja, die können, wie groß habe ich die Kitchen hier gemacht? Die können wir ja noch ein Stückchen größer sogar machen. Die ist 9x7. Machen wir mal 10x10. Wobei, das ist auch schon ein Riesen-Kitchen. 10x9. Ups. So. Kitchen. Wir können ja erstmal die Zonen machen. Na, dann, wobei, die Sachen müssen wir eh bauen. Dann kommt hier eine Mauer drum. Die dürfen wir nicht vergessen. Und das Café, ja, oben oder unten? Oben könnten wir hingehen und so, wir könnten es drumherum machen. Boah! Wunderschön. Es wird ein Riesencafé, Freunde, ich sag's euch. Könnten wir das Café so außenrum machen? Ich weiß noch nicht ganz, ob das reicht, aber wir fangen einfach mal an zu bauen. Speed! Ja, Entschuldigung. Zweiter Stock. 10x10 für die Autistenmitte. Ne, genau deswegen nicht. Einen wunderschönen guten Abend für alle, die zugeschaltet haben. Ja, NBA müssen wir gleich machen. Das tut mir sehr leid. Ich hab's wirklich vercheckt. Also ich hab wirklich gedacht, yo, zum Airport darfst du ja gar nicht aufnehmen. Sonst kommt das halt im Stream irgendwie, dann funktioniert das nicht. Ich hab gedacht, ja, NBA brauchst du auch nicht. Ich wollte noch Auto waschen. Dann war ich mit dem Hund draußen. Also Zeit, ja, was heißt, hätte ich gehabt, aber ne, ich war mit dem Hund draußen, hab mit dem Hund gespielt, dann war ich vorher Auto waschen. Dann wurde gekocht. Und ich muss sagen, bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich müde bin. Denn wenn man gerade gegessen hat, dann ist immer so ein bisschen Zeit für Mittagsschlaf. Warum läuft die Musik nicht? Ich hasse das. Freunde, liebe Entwickler, dear developers of Sim Airport, please implement some music. Das ist unfassbar, dass da keine kommt. Nein. Hatten wir doch. Ja, ist mega. Größeres Café. Größer, größer. Mach einen Gucci-Store. Fand ich immer dämlich. Ich schalte einen erstmal einen Frauenwitz. Ey, das stimmt überhaupt nicht. Okay, wenn wir doch wieder bei den Leuten sind, die der Symmetrie frönen, können wir ja auch hingehen und sagen... Die Mauer wird wahrscheinlich hier enden. Können wir auch so machen. Ey, das ist das Monster-Café. Das kriegen wir doch niemals. Ach Gott. So ein Quatsch. So ein Quatsch, ey.
Okay. Wir können hier eine Flight Crew... Ne, Moment, können wir nicht. Oder? Machen wir die Tür hier rein? Das Security Exit? Denn ich bin gerade am überlegen. Mal angenommen, wir machen hier das Security Exit hin. Dann könnte ich den Platz da noch benutzen, um... Ich kann immer die Zonen platzieren. Gucken wir mal. Wo ist das denn? Die Flight Crew Lounge. Ja, wo die ist, ist glaube ich völlig egal. Wie groß die ist, keine Ahnung. Machen wir mal so, 5x5. Dann brauchen wir noch eine First Class Lounge. Ja, die kommt weiter rechts hin. Die sollte hier unten irgendwo sein. Die sollen ja nicht so lange brauchen zum Flieger. Naja, müssen unsere Flieger auf die First Class Leute warten. Da habe ich keinen Bock drauf. Die sollte schon groß sein. Dann, theoretisch können wir auch ein Office noch hier reinsetzen. Also wir könnten die Offices oder Maintenance oder Storage oder so. Storage müssen wir auch noch irgendwann bauen. Was? Chris, CHR ist der Flughafen Schad... Kannst du das bitte mal so schreiben, dass ich das aussprechen kann? Châteauroux. Ich habe nie Französisch gehabt. Da steht... man kann nicht schreiben. C-H-A-T-E-A-U-R-O-U-X. Châteauroux? Keine Ahnung. Französisch. Denken Sie sich eine französische Aussprache. Dear Developers. Oh mein Gott, jetzt werden die Clips erstellt. Das war nicht so freundlich formuliert, wie ich das den Developern normalerweise ins Gesicht sagen würde. Aber das ist immer das Problem im Internet. Hast du schon ins neue Black Label Society Album reingehört? Nein. Das muss ich unbedingt tun, Fredo. Und das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich aber nicht hier tun. Der Flughafen... Oh Gott. Châteaurios, bla, keine Ahnung. Centre Marcel Dassault früher liegt bei, okay, im französischen Departement Indre. Region Centre Val de Loire, etwa in der etwa in der Mitte Frankreichs. Warum steht denn da nicht einfach der Flughafen CHR liegt etwa in der Mitte Frankreichs? Pems, hast du die gleiche Information? Bei Loire. Châteauroux, okay. Moreux. Ja, Châteauroux, alles klar, gesprochen Châteauroux. Ah, da schreibt aber jemand gesprochen Châteauroux. Das ist bestimmt dialektbedingt. Ich kenne das doch. Ich tue hier schon wieder gar nichts. Ich glaube, ich muss die Folgen etwas länger machen. Was sieht denn die Flugzeuge? Ja, sieht alles super aus. Was brauche ich noch für Zonen? Also, Wartebereich kommt auf jeden Fall hier in die Mitte. Wir können ja eigentlich... Aber wir brauchen einfach, komm, sollte. Was braucht eine Küche? Retail. Konnte man Kitchen einfach eingeben? Nein, kann man natürlich nicht. Aber die Kitchen Sink brauchen wir. Used to support a sanitary full operational kitchen. Wie viel habe ich hier gebaut? Ich brauche bestimmt mehr. Sagen wir mal 3. Okay, seid ihr mit 3? Okay, ne? Ich baue jetzt mal 3. Falls jetzt hier nicht völlig ausgerastet wird, baue ich jetzt... Hier gespült wird immer hinten in der Ecke. Hab ich auch gemacht. Sehr lange. Kitchen Storage sollten wir hier einiges machen. Oh, guck mal, wie fleißig die Leute da sind. Storage Area machen wir mal hier hin. So, 4. Nein, nicht 17. Das wäre ein bisschen übertrieben. Wir wollen nicht übertreiben. Fridge. Wichtig. Gibt's hier gar nicht. Geil. Wieso gibt's den Fridge nicht? Ist das nicht Fridge? Refrigerator. Selbstverständlich. Wie konnte ich nur? Ach so. Da. Da ist die Pizza drin. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4. 4 sollten erstmal reichen. Ich denke, dass der Security Exit zu klein sein könnte, wenn noch mehr Gates kommen und die Stelle ist für einen Stau sehr ungünstig. Ja, da könntest du recht haben. Im Zweifel verlegen wir die Flight Crew Lounge einfach, wenn es soweit ist. Ich kann halt, und das ist da wirklich das Problem,
Das habe ich jetzt schon öfter gemerkt. Man versucht halt irgendwie alle Eventualitäten irgendwie einzuberechnen, was super schwierig ist. Und das geht einfach nicht. Man könnte jetzt auch sagen, wir lassen extra hier etwas frei. Machen wir das mal vielleicht. Bauen jetzt irgendwie, lassen wir mal hier das frei. So, haben wir genug Platz. Dann können wir die Security Exits hier machen. Dann müssen die nicht hier rein, sondern biegen kurz vorher ab. Ja. Es gibt kein Blocking, also sollte das kein Problem sein. Ja, Sauerbraten, das stimmt. Sauerbraten. ich weiß, also die Personen haben keine Kollision. Was auch gut so ist, denn ansonsten würde dieses Spiel regelmäßig wahrscheinlich... Ich wollte gerade abschmieren sagen und dann kam der Autosave. Alles klar. Was brauchen wir noch? So, die müssen ja auch kochen. Das heißt, wir brauchen Cooker. Gekocht wird immer hier unten. So. 6 Köche verderben den Brei. Alles, was zu viel ist, kommt halt ins Lager. Brauchen wir dann vielleicht oder kaufen wir später. Bauen wir später auf, wenn wir es brauchen. Mein Gott. So, Kitchen. Pizzaofen. Haben wir nur 2. Oh mein Gott. Ne, Speed ist alles gut. Keine Angst. Donations und Alerts sind heute aus. Ach ja, dankeschön, lieber Nightbot. Kann die blaue Markierung über der Security Zone nicht weg? Die stört mich hart. Die blaue Markierung über der Security... Ach, das da. Ja, ich hatte mal überlegt, hier eine kleine Mauer... Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss noch einen Janitor einstellen. Bist du laufend dreckig? Aber kann ich gerne wegmachen, ja. So. Bitteschön. Kein Problem. Alles, was zu viel ist, kommt ins Lager. Ja, nein, die Köche nicht, sondern die Küche. Lol, was? Ich habe nirgendwo ein Kreuz gemacht, Freunde. Oh mein Gott! Alles klar. Okay, das ist jetzt wie so... Das ist jetzt wie so ein Bilderrätsel, wie früher bei 9 Live. Ich werde es einfach mal unkommentiert lassen. Das war keine Absicht. Meine Fresse. Oh Mann. Schön. Oh Gott. Was wollte ich denn jetzt bauen? Ah ja, ein Pizzaofen. Mein Mann, Mann, Mann. So, Pizzaofen brauchen wir. Und zwar der Pizzaöfen viele. Da machen wir doch bestimmt mal so 1, 2, 3 Pizzaöfen. 4 Pizzaöfen. Die essen immer ganz viel Pizza. Die kann man auch einfach hier in die Mitte stellen, ne? 4 Pizzaöfen. Nein! Oh Gott, Clips are coming. Deutscher Flughafen. Mich geht's jetzt nach Hongkong. Schönen Abend noch. Ja, dann viel Spaß, Cookie Monster, dir die Flughäfen anzugucken. Oh Mann. Nein, 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 die guten deutschen Öfen kommen jetzt. Ihr habt ganz kranke Fantasien, Freunde. Wobei, krank ist es nicht, also. Doch, irgendwie schon. Verdreht. Kaffee. Jeder braucht Kaffee. Ich habe irgendwie jetzt schon das Gefühl, meine Küche ist zu klein. Weil hier unten können wir auch noch was platzieren. Was brauchen wir denn noch? Mal ein bisschen Konzentration hier. So, Drink Machines brauchen wir noch. Die Türe kommt bestimmt hier irgendwo hin, damit man schnell operieren kann. Das heißt, Drink Machines. 3 Drink Machines.
Wir brauchen eine Menge Kaffee. Das passt hier nicht mehr. Ja, dann muss der Kaffee leider doch dahin. So, und jetzt brauchen wir die ganzen Tables. Habe ich hier noch was drin, außer den Service-Dingern da, den Prep-Cards? Nein. Okay. Prep-Cards. Oh Mann, jetzt kann ich das nicht mehr übersehen. Das ist doch unfassbar. Ich baue jetzt erst den Raum hier fertig. So, leck mich. Was wollte ich hier hin machen? Ach ja, Flight Crew Lounge. Was auch immer da rein muss. So, 5x5 soll der Flight Crew bitte genügen. Okay, 6x5. Ne, 5x5. Wenn der zu klein wird, sollen die sich beschweren und streiken oder so. Muss dann da eine Staff-Tür hin? Weiß das jemand? Oder reicht da eine pissnormale Tür? Oder gehen dann Leute, die da nicht rein sollen, rein? Mir geht's gerade sehr gut. Auch wenn gerade sehr viel über Öfen, Konzentration, Hakenkreuze und sonst irgendwie was geredet wird, was im richtigen Kontext sehr viel Sinn macht, im falschen Kontext sehr viel Blödsinn ist. Also. Du brauchst für das obere Terminal noch eine Flight Crew Lounge. Die kannst du über der Security bauen. Ja. Ich frage mich nur, wofür braucht man die denn? Mit Türen hat Chris nichts. Ja, die kann man erst in Wände reinmachen. Also man kann keine Tür... ich zeige das mal kurz. Ich kann... Welche Türen brauche ich noch? Ich habe ganz viel Geld, neues Fundament. Ja, hallo? Weißt du, wie schnell das wieder ausgegeben ist? Nee, das werde ich nicht vorlesen. Die Türe. Brauche ich jetzt das Death Door oder nicht? Was macht die denn überhaupt? Vielleicht steht es dabei. Doors can be placed on top of a wall and used to separate different adjoining rooms or areas of your airport. Only your airport staff can use this door. Staff Door. Prep Cards. Staff Door. Ach ja. Ich will nicht wissen, welche Flieger hier starten. Hallo? Ja, langsam muss ich auch sagen, Stavi, das nimmt hier alles eine Form an, die ich tatsächlich so nicht unterstützen kann. Aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, verdammte Scheiße. Ich kann das nicht abbauen. Es geht einfach nicht. Weil dann müsste ich die Security versetzen oder den Restroom, wo ich hart für gekämpft habe in den Folgen, da Platz für zu finden. Oder ich mache einfach hier zu und mache eine Glastür da rein. Oder kann ich nicht direkt eine Glastür da setzen? Irgendwann ist auch mal gut, Kinders. So, hier, zack, Glastür. Einfach, weil es geht. Okay, Flight Crew Lounge haben wir. Prep Cards. Mein Gott. So, Prep Cards brauchen wir eine Menge. Das dürfen wir doch gar nicht hier hinbauen wegen dem Ofen. Blockiert das da nicht? Entschuldigung. Also. Du brauchst noch einen langen... Der war gut. Ich brauche noch einen langen Gang, wo ich am Ende die Toiletten hinsetze. Nur damit ich sagen kann. Kann man die eigentlich direkt nebeneinander platzieren? Das wäre doch auch ganz schön. Flup, flup. So, das sollten genug Prep-Cards sein erstmal. Wie viel haben wir hier? 4, 5, 6. Da wir hier mehr brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun. Zehn. Jetzt haben wir aber auch genug.
Da muss hier noch eine Türe rein. Oh Gott. Und wir haben eine Kitchen. Wir haben eine Kitchen, Freunde. Ich habe es geschafft, in einer mehr als dreiviertel Stunde eine Kitchen zu bauen. Wahnsinn. Kaffee. Weiter geht's. So, siehst du, da ist doch schon viel besser. Das ist nicht schlüssig. Lass ich jetzt so. Also, für ein wunderschönes Kaffee braucht man folgende Sachen. Kaffeestühle, Kaffeetische und Deko. Das sollte... Oh Gott, das wird ja riesig. Halt! Erst machen wir Cash Registers. Die sollten... Wir könnten versuchen... Oh, das fällt mir gerade ein. Wir könnten hier Cash Registers hinmachen. Und hier keine Sitze, sondern dass die Sitze erst hier anfangen. Dann würden sich hier die ganzen Leute tummeln, die alle was zu essen wollen. Und da... 3, 4, 5, 6. Oh, 6 sollten erstmal reichen. Speichern! Alles klar, Jonas. Wir haben gespeichert und haben bestimmt... Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt F10 drücke?